Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Divinity 2 Ego Draconis. Ich glaube, das gehört jetzt langsam dazu, wenn ich Anmoderation mache, dass unsere Kreatur hier hinpinkelt. Naja, in der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass uns noch ein paar Teile gefehlt haben. Zum einen ein weiterer Hebel und noch ein paar Schriftrollen, denn wir haben ja den Gimp Zickzacks kennengelernt und der meinte, er könnte uns das übersetzen, das auf diesen komischen Schriftrollen steht. Wir hatten aber nicht alle. Jetzt haben wir auf jeden Fall, habe ich die Truhe gefunden. Die befindet sich hier neben dieser komischen Wahrsagerin. Was sollte das die sein, glaube ich? Ja. Magisches Saphir-Ohrring des Hais der Schlangengöttin. Und die sind doch gar nicht mal so schlecht. Mal gucken, ob die vielleicht was bringen. Na, die bringen ihm viel Leben, macht uns aber Rüstung, Gewandtheit miese. Würde ich nicht machen. Nee. Gut, damit haben wir das hier auf jeden Fall gefunden. Und jetzt zu den Schriftrollen. Ich habe mich im Internet ein bisschen belesen und das habe herausgefunden, dass eine Schriftrolle hier sein soll. Hier sollte eine sein, hier sollte eine sein, hier sollte eine sein. Also überall, wo wir gegen Belliger gekämpft haben, überall, wo solche Schreine waren, sag ich mal so. Hier habe ich noch eine gefunden, die habe ich schon mitgenommen, habe ich jetzt nicht aufgenommen. Hier war ich schon, habe aber keine gefunden, hier war ich auch schon, da habe ich auch keine gefunden. Also muss ich hier und hier schon mitgenommen haben. Und das heißt, hier habe ich sie einfach vergessen. Und zum Punkt Belliger, man sollte ja, Belliger hat sich ja, wo wir das letzte Mal gegen Belliger gekämpft haben, hat er sich ja irgendwo hin teleportiert. Und genau hier soll der nochmal sein. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier dann mal direkt hin. Denn damit könnten wir nochmal gegen Belliger kämpfen. Und ihn wahrscheinlich endlich mal besiegen. Der Typ haut hier immer wieder ab. Und noch die letzte Schriftrolle holen. Also ist wahrscheinlich, wo ich das jetzt alles nochmal neu gespielt habe, habe ich anscheinend wirklich ganz schön viel vergessen zu machen. Damit teleportieren wir uns am besten gleich mal irgendwo hin. Zum See ist, glaube ich, am schnellsten. Und ich hoffe, dass wir jetzt die letzte Schriftrolle finden und den Belliger endlich ausschalten können. Dafür müssen wir jetzt nochmal den Weg hier hoch. So, da oben ist schon der Schrein zu sehen. Ich hoffe, dass das Internet recht behält und dass er sich wirklich hier auf... dass er sich wirklich hier befindet. Ich habe nämlich in ein kleines Forum geguckt. Da hieß es... Ah, da ist er doch. Der Belliger. Meine Diener getötet, Schlag um Schlag. Bald bin ich reich, denkt ihr, was für ein Tag. Doch gibt's nichts zu holen bei mir außer Zorn. Vielleicht mögt ihr kämpfen gegen alle von vorn. Was? Alle? Ja. Ist der Belliger echt mal. Noch nicht. Ja, aber die haben Level gestiegen. Und ich habe eine Kreatur bei mir. Dämon. Wo genau in derselben Reihenfolge oder was? Haha.
die Untoten. Jawohl! Komme ich wenigstens noch ein bisschen EP hier. Verdammt, kein Mana mehr. Oh, kein Mana mehr. Nicht gut. So. Wer noch? Ach ja, der gute Troll. Der lahme Troll. Der greift mich hier nicht an. Da haut er ab, oder was? Keine Chance. Belegar hat jetzt genug. Ihr ödet mich an, weil ihr immer siegreich lacht. Ich gebe euch dieses gelb glänzende Zeug, wenn ihr euch endlich vom Acker macht. Oh. Wollen wir hoffen, dass wir diesen reimenden Irren endlich los sind. Oh, jede Menge Gold. Spinell. Hübsch. Ja, in der Tat, echt hübsch. Das Auge des Tigers. Das kann man, glaube ich, auch noch für irgendwas verwenden. Gravierende Zinnarmring des Jagors des Rächer. Das können wir uns auch noch angucken. Schwache Verbindung. Bernstein. Jadehalskette des Barbaren von Alleroth. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ehrenstein. Gewöhnliche Veredelung. Noch eine Halskette. Oh, das haben wir also alles schon hier. Okay, jetzt ist die Frage noch, wo ist die letzte Schriftrolle? Die sollte sich doch eigentlich hier befinden. Wir haben die doch in den Forum erzählt. Scheiße, es ist hier keine Ruhe mehr mit dieser Halskette. Mit dieser Schriftrolle. Ich frage mich auch gerade. Ob Truhen auch verschwinden, wenn man die aufgemacht hat. Das würde mich mal interessieren. Bin ich mir nämlich jetzt gerade gar nicht so sicher. Okay, hier finde ich jetzt gerade nicht diese besagte Schriftrolle, die mir noch gefehlt hat. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt mal in den Maxus-Tempel. Wir können ja danach auch immer noch rauskommen hier aus dem... Können wir immer noch mal ins Thomas-Hall zurückkehren. Und gucken dann nochmal... Ich werde da wirklich nochmal konkret nachgucken, wo die letzte Schriftrolle ist. Wartet, ein was wollte ich hier noch ausprobieren. Ich habe ja auch noch solche Talismänner gefunden. Des Westens, des Ordens, des Ostens, des Südens, des Nordens. Dann frage ich mich, ob das auch an diesen Schreien hier geht. Talisman des Ostens, Südens, des Westens. Aber dieses Nordens habe ich nicht. Das hier ist ja eindeutig der Norden. Na gut, das passt dann hier aber auch nicht ganz zusammen. Bin ich mir nicht so sicher. Da sollte ich wahrscheinlich auch nochmal nachgucken, wie das so ist. Gut, jetzt hier zum Maxus-Tempel. Zalana, wir können jetzt endlich zum Maxus-Tempel. Machen wir jetzt hin. Ich möchte euch ja auch so viel wie möglich Quests zeigen. Deshalb lese ich da lieber im Internet nochmal nach, wo sich das Zeug befindet.
anstatt ich hier 3000 Jahre danach suche. Natürlich werden wir bis zum Ende wahrscheinlich nicht alle Quests machen können. Das würde sich wahrscheinlich zu lange hinziehen. Aber so ein kleiner Teil kann man ja machen. Jetzt wird es wieder düster hier. In der Nähe des Maxus-Tempels. Da kriegt man schon so leichte Gänsehaut. Okay. Mal, wo ich das erste Mal hier gespielt habe, bin ich hier viel zu früh gegangen. Da habe ich die ganzen anderen Quests nicht gemacht und er steht hier. Verdammt, ich war mir sicher, dass sie zurückkommt und Jagd auf uns macht. Wer denn? Wir können nicht ewig hier warten. Und außerdem habt ihr recht. Würde sie noch leben, wäre sie inzwischen zurück. Ich glaube, euer letzter Stoß, bevor sie weggeflogen ist, hat ihr den Rest gegeben. Vielleicht, aber wir müssen sicher gehen. Zu viel steht auf dem Spiel. Lasst uns zurück zum Dorf gehen und... Hey, was macht ihr hier? Kommandantin, ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Für die Dorfbewohner gab es nichts mehr zu tun, also... Als angehender Drachenritter bin ich meine Mission, Damian zu töten, einen Schritt näher. Sollten vielleicht nicht erzählen. Für die Dorfbewohner gab es nichts mehr zu tun, also... Schweigt! Ihr habt meinen Befehl missachtet! Und das auch noch in dieser Situation! Ich sollte... Aber... Was ist das? Diese Aura. Oh nein. Nein! Sie hat euch erwischt! Ja, aber das bedeutet nicht das Ende unserer Freundschaft. Mehr als sonst brauche ich eure Hilfe. Ich konnte nichts dagegen tun. Ihr Geist war einfach zu stark. Ja, das Wesen des Drachen ist jetzt ein fester Teil von mir und ich akzeptiere ihn. Wir sollten ihn akzeptieren. Verräter! Ein wahrer Drachentöter würde lieber sterben, als Drache zu sein! Aha. Wahrscheinlich ist es aber falsch. Dafür lieber zu sterben. Euer Leben ist hiermit verwirkt. Ihr werdet durch die Hand von Drachentötern sterben, so wie alle Verräter vor euch. Was glaubt ihr? Das ist keine angenehme Aufgabe, aber wir haben keine andere Wahl. Hier, nehmt das Schwert, das Arben euch gegeben hat. Gedenkt der Lehren der Drachentöter und sterbt ehrenvoll. Das nach all dem. Marius, wenn es vollbracht ist, tränkt das Schwert im Blut des Drachen und bringt es in die Akademie. Möge es unseren Schülern eine Warnung sein. Lebt wohl, Drachentöter, denn als jener möchte ich euch in Erinnerung behalten. Oh, wie falsch du liegst. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Tag so endet. Ja, ich auch nicht. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, also bringen wir es hinter uns. Der Drache muss sterben. Dann tut es mir leid, mein Freund. Doch ihr werdet sterben. Marius, tut mir leid. Noch nicht. Jetzt gibt es wahrlich kein Zurück mehr. Eure Vergangenheit ist genauso tot wie eure ehemaligen Gefährten. Es tut mir leid. Sie haben mir keine Wahl gelassen. Gewöhnliche Armschienen des Walddörfers des Geweihten. Normales, leichtes Armeeschwert des Wolfes des Gemetzels und ein Smaragd. Ein normales, leichtes Schalschwert und ein leichter Nachtjägerhelm. Nicht der Rede wert. Ich speichere mal zwischen Alter. Dann haben wir unsere eigenen Kollegen, mussten wir töten. Aber wie erkennen die das, dass wir auf einmal Drachenritter sind? Stelle ich mir nicht so leicht vor. Gut, sie können Gedanken lesen. Das ist vielleicht ein Kriterium. Gut. Damit betreten wir den Maxus-Tempel.
Glückwunsch, mein Freund. Ich wage zu behaupten, dass ihr es weitergebracht habt, als Damian je erwartet hätte. Umso besser. Hallo Zandolo, wir haben lange nicht mehr gesehen. Aber ich habe gewusst, dass man euch nicht würde aufhalten können. So wie ich das auch gleich über den Göttlichen gewusst hatte, als ich ihn das erste Mal sah. Er war wie ihr ein verwirrter Abenteurer, der sich plötzlich im Mittelpunkt eines großen Dramas wiederfand, dessen Ausgang immer noch nicht feststeht. Mhm. Wenigstens wissen wir jetzt, um was für eine Geschichte es sich handeln wird, wenn es nach uns ginge. Habt ihr Erfolg, wird es ein Epos sein. Versagt ihr allerdings, haben wir es mit einer Tragödie zu tun. Ja, verkauft sich beides gut. Ihr nehmt die Heldenrolle ein, Damian ist der Bösewicht und Lord Lovis hat euch verraten, wer den Deus Ex Machina spielen wird. Wir werden versuchen, Igerna wieder zu erwecken, damit ihr Leben der Tod des Verdammten werde. Okay, das wird bestimmt einfach werden. Wie in einem klassischen Drama, oder nicht? Der Stoff, aus dem Legenden sind. Und wir kommen dem Ende näher. Nee, ich würde sagen, es hat erst angefangen. Denkt und kämpft euch euren Weg durch diesen Tempel. Und ihr werdet die Wächterinsel erreichen. Okay, was finde ich da? Danach folgt der Drachenturm. Eure Zeit als Drache. Und schließlich Damians unausweichliche Niederlage. Ich hoffe, du hast damit recht. Ihr habt eine heiße Spur erfolgreich abgeschlossen. Schön, damit nehmen wir ein bisschen mehr Erfahrung. Und ein bisschen Gold. Okay, damit sind wir nun angekommen im Maxus-Tempel und wir zerstören erstmal die Inneneinrichtung. Die gefällt mir ja gar nicht. Bisschen Golderz. Ist nie verkehrt. Oh, kann man nicht kaputt machen. Ein Wasser. Weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ist doch ekelhaft. Dass der auch immer hier... Oh, automatische Speicherung. Leiche eines Drachentöters. Und Leiche eines Drachentöters mit leichter Edelhelm. Okay, dann betreten wir mal diesen Sockel hier. Ihr seid hier, um euch als würdig zu erweisen, Eingeweihter. Jo. Ihr seid entzweit und wünscht nun eins zu sein. Vielleicht. Verstehe ich nicht ganz. Lässt sich nicht bewegen. Hä? Was sollen wir jetzt hier machen? Ihr seid hier, um euch... Ihr seid in... Haben wir irgendwas... Hä? Ja, jetzt sind wir hier und kommen wir nicht weiter, oder was? Was... Was ist das denn? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. So. Oh je. Da hätte man aber... Wie soll man denn darauf kommen? Okay, liebe Leute. Was wir jetzt hier weiter im Maxus-Tempel vorfinden, das erfahren wir natürlich erst in der nächsten Folge. Mann, oh Mann, da haben wir unsere eigenen Kumpane einfach niedermetzeln müssen, denn sie wollten uns umbringen, weil wir jetzt ein Drachenritter sind
und sie haben uns als Verräter abgestempelt. Und naja, Roda, unsere Hauptmann, unser ehemaliger Hauptmann, die lebt noch und wird wahrscheinlich auch noch Jagd auf uns machen. Ja, und wie das im Maxus-Tempel weitergeht, das erfahren wir natürlich erst in der nächsten Folge von Let's Play Divinity 2 Ego Draconis. Bis dahin, ciao.